Und willkommen zu zurück zu diesem wunderbaren Drama. Weil ich dachte mir, weißt du, es ist ja quasi Halloween und da müssen wir ja quasi, das wird für die Leute, die es auf YouTube gucken, wird das jetzt interessant sein. Die sehen es ja dann erst in einem Jahr oder so. Da kriegen wir es ja, vielleicht kriegen wir es hochgeladen zu Halloween 2019. Wer weiß das schon. Da habe ich mir gedacht, weißt du, was ist gruseliger als ein verdammter Wald? Da gehen wir denn jetzt hin? Auf das Evolution-Statement habe ich gewartet, Falke. Halloween 2, shit. 2019 gibt es im Nische. Smackdown-Titel war gut. Ja, würde ich es unterschreiben. Mit Sicherheit das Match des Abends. Und dann haben wir noch Ende doof. Meh. NXT-Titel. Meh. Alles Weitere war Dreck. Ja, ich weiß auch nicht, was du jetzt meinst, Falke. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du damit jetzt meinst. Falkes Göttin hat... Für die Leute, die nicht wissen, worum es jetzt geht, es geht mal wieder um einen Wrestling-Event. Und Falke ist... Also Falke hat eine Göttin, sagen wir mal so. Diese Göttin unterlag in der vergangenen Nacht. Und es ist... Als ich das gesehen habe, dachte ich mir schon, das würde Falke doch im Leben nicht persönlich nehmen. Zuvor vorhin schon im Chat gesagt, ich glaube, Falke kommt heute nicht. Die Göttin des Himmels mit P. Ja, aber... Nein, Quatsch. Ja, komm, die andere ist doch zumindest auch okay, oder? Auch wenn wir natürlich beide uns selbstverständlich ein anderes Ende gewünscht hätten. Ach, komm schon. Was ist denn los? Ich hatte heute übrigens eigentlich vor, einen anderen Hack zu spielen, der, also tatsächlich ein Halloween-Hack, der irgendwie vor ein paar Tagen, Falke ist auch eine Göttin, ja. Aber die bleiben ja immer unter sich. Das ist ja Pixel mein Arsch. Das ist ja so ein bisschen wie Prominente. Das ist ja ein bisschen wie Prominente. Götter bleiben ja unter sich, weißt du. Sonst haben die Angst. Dann denken die, oh, da ist jetzt der olle Sterbliche, der doofe Sack. Der will doch bestimmt nur meine Macht ausnutzen dafür, dass ich ihm, weiß ich nicht, ein paar Sandwiches zauber oder so ein Kram. Und das wollen die natürlich nicht. Da sind die, weißt du, sind die eigentlich, die tun immer so selbstsicher, die Götters. Aber, ach, fucking hören sie auf. Das sind sie natürlich eigentlich gar nicht. Also die sind ja eigentlich sehr, sehr sensibel. Sensible kleine Pandaseln. Was sagen wir bitte, dass, jetzt kommen die wichtigen Themen. Was sagen wir bitte, dass, ich habe vergessen, die Lichterkette anzumachen. Frau, okay. Was sagen wir bitte dazu, Falkes Statement, dass Minecraft jetzt Pandas hat, die man töten kann? Und die man auch dazu bringen kann, sowohl Kuchen zu essen, als auch zu Boom sehen. Wir können dann quasi Panda-Porn machen. Fantastisch. Wie viele Community-Richtlinien habe ich heute schon gebrochen? Wer weiß das schon? Easy! Hab Dank. Bettlaken ans Haus gespannt? Wieso das denn? Happy Halloween! Das ist jetzt so ein bisschen wie bei der WM, nur mit Halloween. Danke dir für die Bütz. Nee, aber Bütze sind doch Küsschen, oder? Schnüffelchen, schönen guten Abend. Aber, Easy, mach's dir doch einfach. Ist doch Halloween. An Halloween brauchen wir doch alle ein kleines bisschen Feuer. Zünd den Scheiß doch einfach an. Das sind die Hinweise. Dafür gehst du doch in den Stream, oder? Das ist der einzige Grund. Ich hasse diesen Sprung. Das ist doch der Grund, aus dem man in einen Stream geht. Du brauchst ja Lifehacks. Heutzutage kommst du ja nicht mehr allzu weit ohne Lifehacks. Selbst Alex B. gibt mir Lifehacks. Ich hab das jetzt verkackt, ne? Ah ne, es geht zurück, okay. Weißt du, das geht ja so einfach nicht. Ist das jetzt der neue, was du vorhin gekauft? Ist das kalt? Raugen hat gerade ein Bier gekauft, ein sehr besonderes. Danke, die Easy. Sowohl für Kompliment als auch für die Bits. Raugen hat gerade ein Bier gekauft. Wie heißt das? Irgendwas mit R. Und ich glaube, da ist ein Rhinoceros drauf oder so. Es ist nicht dieses komische Elefantenbier, von dem ich damals... in Anführungsstrichen schwärmte. Der wird mir den Arsch aufreißen. Werd das bereuen, dass ich ihn angegriffen habe. Ja, ne, oder auch nicht. Ich hasse alles. Und das hat 6% Alkohol. Wir werden es jetzt mal probieren. Ich vermute, dass es nicht schmeckt, aber cheers auf euch. Na. Ja, ne. Nicht meins. Also ja, das kriegen wir schon leer. Morgen in der Tagesschau ist ja. Da wissen wir wenigstens, wer schuld ist. Iselm reißt die Hütte ab.
Leider kein Premium-Nippel. Ich warte noch auf den Tag. An dem Tag, an dem wir das gekauft haben, ich glaube, das wird einer der größten meines Lebens. Mit Sicherheit. So. Es. Guck, wie gut wir sind. Das war ein Hack, bei dem, trotzdem es nicht eingeblendet worden ist, nach jedem... Ja, ich kann es vergessen. Trotzdem es nicht eingeblendet worden ist, nach jedem Level gespeichert wurde, oder? Ich meine... Achtung. So. Natürlich, wir trinken immer exzessiv. Ich glaube, da sind die übrigens auch. Also auf Twitch. YouTube habe ich keine Ahnung, interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Wenn sie meinen, den Kanal dicht machen zu müssen, dann sollen sie es halt tun. Aber auf Twitch sind die da. Was ist da oben? Relativ cool an. Solange ich, soweit ich das weiß, ist auf, Hit, auf Twitch ist es so, dass du im Grunde genommen so lange trinken darfst, bis es. Also, solange es nicht selbst verletzt ist, ist alles okay. Also ich darf jetzt nicht Delirium saufen. Ich vermute, ich auch nicht tun werde. Niemals. Sollte es irgendwann mal den letzten Twitch-Stream geben, können wir uns das immer noch überlegen. Aber für den Moment habe ich das nicht vor. Hashtag Baummünze, was tue ich hier? Sorry, was war mit dem Royal Rumble, Falki? Ich habe es nicht gelesen. Ich war konzentrat. Ich dachte erst, es wäre Wasser. Hashtag roter Knochen. Das ist vollkommen in Ordnung. Achtung. Achtung. So. Ich verliere den Checkpoint gleich, ne? Läuft. Ach, das ist üblich. Läuft. Natürlich. Ich dachte jetzt für einen Moment, ich muss das Level normal spielen. Grausam. Illegalen Alkoholkonsum. Ja, ich meine, 18 bin ich schon so gerade eben. Knapp dran vorbei. Da sollte ich mir nicht allzu viel Sorgen drum machen. So. Hurra. Knochen mit Kirschgeschmack. Klingt gut. Klingt nach einer Süßigkeit für Halloween. Ach, Moment, stimmt, ich erinnere mich wieder. Ich erinnere mich wieder, das war der Hack mit den ganzen Leaps of Faith. Das war der Hack, der es nicht hingekriegt hat, mal eine Plattform einfach irgendwie in, fuck, na. Lahm. Der es nicht hingekriegt hat, einfach mal die Plattform im Bild zu lassen. Ich kannte. Okay. Hat die nie noch eins? Okay, von mir aus. Ich hoffe, das wird jetzt dann nicht mehr ganz so schwer wie beim ersten Mal. Keine Zeit, mal fertig, warten, doof. Alles in 18 plus, das stimmt. Selbstverständlich. Ach, das speichert auch den Checkpoint. Ach, geteilt. Also das heißt, im Grunde genommen hätte man den Hack auch einfach programmieren können mit unendlich Leben und Instant Retry, aber was sollen wir mit irgendwelchen komischen Quality of Life Verbesserungen, wenn wir stattdessen auch das hier machen können. Das ist doch viel schöner. Weißt du, jeder von uns ist doch gerne mal im Game Over Screen, wartet eine Viertelstunde darauf, dass es irgendwie weitergeht. Das ist doch das, was wir alle haben wollen, Mann. Das ist doch genau das, was wir alle haben wollen. Das muss ich in einem machen, ne? Aber erst, wenn der hochkommt. Pass auf. Rick. Fucking 17. Das war wieder blind. Alter, komm mal klar. Ich meine, ich bin ja gut. Oh Gott. Selbstverständlich. Nein, 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 nein. Was ist das für eine Party? It's a party of three. Hurra. Rate, wer das bereuen will. Wow. Das Problem ist nur, das Level dauert wahrscheinlich noch ein kleines bisschen. Hey, Blind Jam. Power up vielleicht? Yes, gib mir. Yes. Gimme my pills after midnight. Hashtag Blind Jam. Ist das so schwer? Ist mal ohne Scheiß. Ich habe ja selbst noch nie einen Romhack gemacht, ne? Aber ist das so schwer, einfach diese Plattform im Bild zu lassen? Ich weiß es nicht. Ich würde ja Hiro fragen, aber Hiro ist nicht da. Er könnte mir antworten, ne? Der würde wahrscheinlich sagen, ja. Es ist das Schwerste, was es gab, Asata. Und du bist immer nur falsch am Lästern. Hör auf jetzt. So, das ist das, was dabei rumkommen wird? Nein. Yes. Mal kratze. Die, Bitch. War der Game Over Screen von Donkey Kong vs. Mario, war der gruselig oder war der einfach nur... War der einfach nur Arsch? Das ist jetzt die Frage. Wenn der gruselig war, dann könnten wir ja quasi morgen fast angucken. Wer weiß das schon? Whee! Die super ranzigen Naja-Jax gewinnt den Spaß. Dabei kann die nichts und war nicht mal auf den Sitzpolstern abgebildet.
Rhonda und die andere haben 7 Tage für dieses Spektakel geübt. 7 Tage, 7. Es ist halt nicht jeder so ein professioneller Wrestler wie du. Falke, haben Dank. Und Kniesin, schönen guten Abend. Und natürlich wahre Worte gelassen ausgesprochen. Rhonda und die andere. Ajax und 7. Ja, sehr gut. Das ist ein bisschen wie holländischer Fußball. Möp, möp. Wurscht, einen schönen guten Abend. Allein für die Musik habe ich Romex schon unendlich vermisst. Für komische Sprünge, die ich nicht verstehe, ehrlich gesagt, nicht so. Was ist denn das für ein Code? Was? Tschüss. Ach, den kann ich tragen. Und damit Dinosaurier töten. Ja, falls ihr mir gefragt habt, was die verwickten Dinosaurier damals umgebracht hat, das waren natürlich Käfer, die von einem italienischen Klempner geworfen worden sind. Es gehen immer dann diese Gerüchte um, von wegen, ja, da war ja dieser, weiß ich nicht, hier Kometeneinschlag oder was. Das ist Schwachsinn. Da kam ein italienischer Klempner, hat gesagt, hier, das ist da, und dann war der tot. Was ist das denn? Yes. Nicht so japanisch. Ja, kurz, guck doch nochmal bitte auf den Chat, das wäre toll. In den Fliegenrecht. Alles ist besser als zumindest Bienen. Und Pinguin. Mit welchen Fliegen hatte ich denn zuletzt Beef? Ich hab schon wieder vergessen. Qualität. Quali-fucking-tät. Was zur Hölle geschieht hier? Hör auf damit. Das ist mir zu gruselig. Aber hat's ja heute auch zu sein. Schön, dass ich diesen Hack spiele. Mit dem Gedanken, es könnte ja gruselig sein, weil es handelt von einem Wald. Und dann das Einzige, was ich sehe, sind breit grinsende, verfickte Schmetterlinge. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich weiß, was ich hier tue. Bestens vorbereitet wie immer. Was tust du? Ein Verlängerungskabel nehmen und dabei reißt du die komplette verfickte Wohnung, ja? Das ist aber ganz schön gemein von dir. Findest du das nicht ein bisschen egozentrisch? Meinst du nicht, dass es mir auch zusteht, in dieser Wohnung zu leben, wenn du dein Kabel nicht gefunden hast? Möp, möp, möp. Warum ist der nicht da? Geh mal, komm mal hier. So. Klatsch. Yes. Guck, wie gut wir sind. Danke. Ich nehme ihn gerne an mich. Den Chuck Pan. Moment, ist das nicht normalerweise so, dass ich mit Spinjumps durch Gegner durchfall? Warum ist das. Oh! Warum ist das hier jetzt anders? Ich meine, ich nehme. Ich erkläre diese Hitbox für Arsch. Kraft meines Amtes als Arscherklärer. Ein sehr, sehr wichtiger Job im Porno-Business, das wissen die meisten aber nicht. Aber das darf ich auch nicht sagen, weil kommt wieder hier. Community Strike! Möp, 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 möp. So. Wofür? Was sollte das denn jetzt? Sind die A? Oder lieber doch? Wissen. Entweder A oder Sch. Deine gottverdammte Mutter. Das, weißt du, das ist das, was jetzt hier, blaue Röhre. Ja, ist ja blaues bin ich. Jetzt schon. Ja, ist Starkbier, hallo. Ab wann gilt Bier eigentlich als Starkbier? Also, das ist jetzt kein Schnaps oder so. Ich glaube, es hat 6%. Hitbox, wegen deinem dummen Tentakel? Also hier, Fühler-Tentakel. Willst du sterben? I'm blue, dabba dee dabba 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 dubel dabbel tübel schnabel schniebel die schnu. Ist doch keine Röhre, in die man reingeht, ist der doof? Also nicht Falke jetzt. Ach, die! Hey, Softlocks ist toll. Stimmt, Jerome und Ray sind blau, das muss reichen. Sind sie das im Video auch? Ja, fantastisch. Läuft noch. Ja, da freut sich der Falke. Hashtag Super Tentacle Hentai Porn. Nicht doch weggehen, ich brauche dich. Wir wollten doch irgendwie, weißt du, knutschen oder zumindest mal bumsen.
Sexualberatung mit Gott. Kinder, lasst euch nicht erzählen. Ach, Moment, fucking, wieso? Ich kann doch nicht auf dem einen nicht spinjumpen und auf dem anderen nicht. Also, so oder so ähnlich wollte ich es gesagt haben. Ja, letzte Nacht musst du. Hast du live geguckt? Pumpsen im Stream. Gab's ja schon. Also nicht hier, sondern andernorts, aber gab's schon. Wenig überraschenderweise wurde der Kanal dann gesperrt. Also ich meine, ich kann auch nicht alles irgendwie verstehen. Aber doof, doof. Was soll das? Ein Cosmopolitan Blue Virgin. Das klingt dermaßen komplex. Das klingt nicht wie ein Cocktail. Das klingt wie, weiß ich nicht, ein YouTube-Tutorial für Zahnpflege oder Zahnpflege, aber. Hallo, ich bin der Coach. Wer hat schon Ahnung von Zähneputzen? Bis denn jetzt, Leute. Achtung. Ich finde übrigens, Maxes Besessenheit mit Pornhub finde ich übrigens, also ich schwanke manchmal zwischen und irgendwie ist das besorgniserregend, mein Freund. Als Sexualkundelehrer, oh ja. Grundsätzlich, ich als Lehrer. Ich mit meiner Geduld. Und dann kommt hier Idiotentruppe Nummer 1 und sagt, haha, Herr Lehrer, heute sind wir dann aber mal besonders langsam oder besonders nervig oder besonders do. Und dann sagt Lehrer kurz, ich glaube, ich gehe wieder zurück auf Twitch. Zack. Läuft doch. Porn partout direkt. Oh ja. Nee, ich glaube, das wird keiner freiwillig machen, Robin. Ich, nee, also ohne Scheiß. Ich bin dermaßen ungeeignet dafür. Ich glaube, sehr viel ungeeigneter als Lehrer kann man eigentlich gar nicht sein. Dieselbe Musik. Qualität. Aber Qualität kann man ja auch nicht ohne Qual schreiben. Also von daher, passt alles. Zumindest meine Pilze sind netter. Hab ich einfach zu viel getrunken. Immer noch, dass die Fireflowers in dem Heck sehen aus wie Brötchen. Oder Entschuldigung, Semmeln. Oder wie sagen die, in Berlin nennen die das Schrippen, ne? Haben wir Berliner hier? Nee, ne? Shit the fuck. Das ist schlecht, was hier gerade passiert. Aber nö. Ach, fein, jetzt hör doch auf, Mensch. Gelernt, aber auch direkt. Meinst du ernsthaft, ich wohne so weit hinterm Mond, dass ich nicht weiß, wie ihr Brötchen nennt? Ihr Bayern. Das hätte ich wahrscheinlich beim ersten Mal auch tun sollen. Aber was weiß ich schon, ich bin ja total bescheuert. Kenji, einen wunderschönen guten Abend. Ja, Österreich ist ja quasi. Bayern ist ja eigentlich nur. Ist Robin noch da? Bayern ist ja eigentlich nur Nordösterreich. Hat er nicht gesagt. Oh, Krutz ist jetzt aber ganz schön fies heute. Also, jetzt muss ich aber mal hier ganz schön auf die Tasten hauen. Er steckt Krapfen. Ich kenne nur Kaiserschmarrn. Aber ist, glaube ich, auch eher Österreich, ne? Ich glaube, in Bayern haben sie viel, aber keinen Kaiser. Ach, man kann Rainbow Shields nicht kaputt schießen? Ha. Aber so kann ich, oder? Sollte ich denn... Fantastisches Spiel. Kaiserschmarrn habe ich lange nicht gegessen. Mutter hatte das irgendwann mal gekauft, irgendwie. Das ist aber... Offensichtlich so lange her. Also mindestens 12 Jahre her, weil ich wohne seit 12 Jahren nicht mehr zu Hause, heilige Scheiße. Die Zeit vergeht aber ganz schön. Es ist ja schrecklich. Vor allem natürlich für meine arme Frau Mutter, die ihren permanent scheiße labernden Sohnemann sicherlich sehr, sehr vermisst. Ja. So. Dein Penis ist klein und verschrumpelt, mein Freund. Game over. Was soll das denn? Gab's am Donnerstag? Sehr schön. Das ist ein österreichisches Klischee, hast du schon mal erfüllt. Was gibt's für österreichische Klischees? Alle Österreicher sind charmant. Die Österreicher, die ich kannte, haben immer fürchterlich langsam gesprochen. Tust du das auch? Selbstverständlich, du bist Österreicher. Hatte ich nicht gerade einen Checkpoint? Moment. Oder habe ich den nicht eingesammelt? Ich Vollpfosten. Ich würde es mir zutrauen. Fucking! So.
Mutter mein Bart genau? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich nenne meine Mutter, also wenn ich mit meiner Mutter rede, nenne ich... Sag mal, bist du eigentlich ein dummer, blöder Penis? Nenne ich meine Mutter meistens Mutter. Allerdings natürlich sehr, sehr liebevoll. Das ist quasi mein Spitzname für sie. Jeder hat ja so einen Spitznamen für seine Mama. Meiner ist Mutter. Alter, ich hasse alles. Ich hasse alles, ja. Ich hasse, was zur Hölle ist bitte in Ordnung nicht mit dir, Alter. Ist, fick dich. Das war es absolut wert. Schwert. Ich will irgendwas sagen, was sich darauf reimt. Welche Nahrungsmittel sind denn violett, ist die Frage. Oder schwarz. Du siehst gerade an diese komischen... Ich weiß nicht, ich glaube, das war in Japan, selbstverständlich. Ich glaube, das war in Japan. Die haben mal irgendwie pechschwarze, also wirklich pechschwarze Burger auf den Markt gebracht. Ich meine Burger King. Warum zur Hölle? Also ich meine... Weißt du, wenn ich dir was Schwarzes zu essen machen soll, musst du mir nur Bescheid sagen, dann lasse ich es zu lange im Ofen. Dann muss ich das nicht extra für einfärben. Das kriege ich auch so hin. Ich kann nicht alles, was auf dem... nicht zwingend alles, was auf dem Nahrungsmittelmarkt landet, nachvollziehen. Milka-Kuh, guter Punkt. Wir nehmen die Milka-Kuh, ja sehr. Also nennen wir dich jetzt Schoko statt Wurst. Auch okay. Sag mal... Also ich würde das jetzt so von meinem Geschmack her, würde das ja, also das war ja für mich erst ein, also im Grunde genommen ein Rückschnitzel. Vom Schnitzel zu Wurst ist ja, weißt du, also man isst ja dann eher gerne Schnitzel als mal so eine Currywurst. Das ist ja, also kulinarisch betrachtet ist das ja quasi ein Abstieg gewesen, ja. Aber jetzt dann zurück zur Schokolade, also, na, das kann man so machen, muss ich gestehen. Also das ist schon gut. Easy, haben Dank. Lila Möhren. Stimmt, Süßkartoffeln sind manchmal auch lila, oder? Sowas in die Richtung? Cheers. Bruder, mach Milke. Wir hatten früher gar nicht so viel Schokolade. Die meiste Schokolade, die ich immer bekommen habe, waren Weihnachten. Alles andere. Trauben und Dongel. Ja, du hast recht. Ich mag übrigens keine Süßkartoffeln. Fun Fact, Süßkartoffeln schmecken mir nicht. Guck mal, alles drauf. Wir sind im Ruhrgebiet. Wahnsinn. Fast wie zu Hause. Achtung. Oh, no. Oh. 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 Vor allem auch das Feuer ist dann jetzt irgendwie instant. Da sehen sie irgendwie, dass du eine Warnung hast oder so. Das Feuer ist einfach instant. Oh, nö. Das wird katastrophal. Oh, 10 out of 10, ja. Das ist so ein merkwürdiger Hack. Der hat dann immer so Level, die sind ganz normal. Und dann alle paar Level kommt dann so ein Scheiß. Das ist absolut großartig. Aber ich meine, letztlich ist immer noch besser als Flat, aber... Nicht bedeutend. Und Scheiße, diese Feuerdinger, ne? Das ist so blöd. Wie soll ich darauf reagieren? Ist ja gar nicht möglich. Warte jetzt hier, ist mir jetzt egal. So. Oder kann ich den töten? Nee, kann ich nicht. Lass es aber. Nee. Wir riskieren das nicht. Wir haben Zeit. Achtung. So. Yes. Yeah. Oh, okay. Ja, die Geisertricks auch mal jetzt hier raus. Aber ich habe ja auch geübt. Bin ja quasi jetzt Profi. Im Grunde genommen. So, und jetzt warten wir, bis das Feuer aus ist und der Ball weg. Yes. Okay. Mhm. Nächster Schritt. Sehr gut. Am liebsten würde ich jetzt schon einen Checkpoint haben, weil ich mich beschleicht... Was ist das für ein Kack? Mich beschleicht das ungute Gefühl. Das ungute Gefühl, ich werde den Scheiß brauchen. Also Checkpoints. Ernsthaft, Alter. Fucking ernsthaft. Hier passe ich durch, ne? Ja, okay. Mhm. Puh, das gibt ja gar nichts zu beanstanden. Das war knapp. Das war knapp, weil die Hitbox von den Dingern ist im Prinzip ein ganzer... Yes! Okay, perfekt. Ich bin mir übrigens bis heute sicher, dass die Tubular genannt haben, damit, weil die wussten damals schon, dass später YouTuber an diesem Level verzweifeln wird. Ich wusste das. Beziehungsweise die... Ich auch.
Aber die erst recht. Sally, einen wunderschönen guten Abend. Lange nicht gesehen. Wie ist die Lage? Beim Studifanten. Mutmaßlich besser als bei mir gerade. Scheiße. Ich will es nicht haben. 2000 Euro PC-Stürze. Kommt vor. Ich weiß nur, das Erste, dass ich... Wir haben uns ja vor nicht allzu langer Zeit hier ein Gaming-PC auch zugelegt. Für den Fall, dass wir mal ein... Abend. Für den Fall, dass wir mal... Das eine oder andere PC, weiß ich nicht, Indie-Spiele oder was auch immer spielen wollen. Oder vielleicht auch Geld sparen wollen, indem wir lieber einen PC, eine PC-Version von dem Spiel kaufen, anstatt die 50% teurere PSV-Version. Und im Grunde genommen natürlich dann nur für ROM-Hacks. Aber das Ding ist, das Erste, was ich damit gespielt habe, war damals... Bendy Chapter, was weiß ich, 3 oder so? Und nicht mal mehr das hat funktioniert. Es war fantastisch. Es war gut investiertes Geld. Kann ich nur empfehlen. 10 out of 10 would buy again. Sowohl Bendy als auch den Gaming-PC für Milliarden Euro. Ist scheißegal. Levelende bitte. Levelende bitte. Kannst du ja nicht noch einen Boss bauen. Nicht nur so ein Kack. Oh ja, Bett-Tee, fantastisch. Nehmen wir immer gerne. Was ist dein Lieblingstee? Was ist das? Ich weiß nicht mehr, was ich mir gerade angucke, Alter. Ich weiß nicht mehr. Auf die Dinger kann ich nicht mal mehr draufspringen? Das wirkt auf mich total irrational. Joschelchen hat jetzt übrigens immer eine Stunde früher Schluss, beziehungsweise Hunger vielmehr. Weil für die kriegen ja Katzen, verstehen ja Zeitumstellung nicht. Wer soll eine Katze das verstehen? Für Joschelchen ist jetzt gleich Essenszeit. Der versteht wahrscheinlich gar nicht, warum ich so spät angefangen habe zu streamen. Was ist denn da los? Kapitel 4 war's. Jetzt möchte ich den ganzen Scheiß vorher nochmal machen. Ey, und Sonnenboss nach dem Level, Alter? Ernsthaft? Warum denn? Oh, nö, das wird grausam. Oh, das wird nicht schön. Oh, das wird dauern. Verminzt ihr, sehr gute Wahl. Gestern noch auf dem Fußballplatz. Das ist immer lustig. Geh mal zu einem Fußballverein, bei einem Amateurverein und bestell einen Verminzt-Tee. Jetzt mal ohne Scheiß. Die gucken dich an, als wärst du entweder schwer ver... Ach, die Hitbox von den Arschlöchern ist schon da, während ich sie gar nicht sehe. Ja, fantastisch. Die gucken dich an, als wärst du entweder Schwerverbrecher oder wahlweise geisteskrank oder schwer körperlich krank. Also das geht eigentlich gar nicht. Ja, dass Bendy nochmal rauskommt, weiß ich. Die haben auch sämtliche Kapitel irgendwie neu gemacht und alles. Das weiß ich wohl, aber... Ne. Also... Ich traue dem Unternehmen nicht mehr, ganz einfach. Ich habe auch gesehen, dass die letzte Episode davon rausgekommen ist. Habe ich das richtig gesehen? Auf YouTube, meine ich, habe ich ein Video dazu gesehen. Wenn mich nicht alles täuscht. Große Frage ist jetzt, wie viele Hits braucht der Typ? Wäre ein zweiter Checkpoint vor so einem Bus wirklich zu viel verlangt? Ach, das waren nur 3, okay, na, von mir aus. Sei es drum. Wir nehmen das. Das große Ginale, genau. Hashtag angucken TM. Der Totenkopf bügelt oft auf Doom. Gusty Garrison, ja. Okay. Schon wieder dieselbe Musik. Hey, das ist ja der Wahnsinn. Warum fallen die Äpfel runter? Muss mich das besorgen? Wahrscheinlich schon. Ja, das ist natürlich vollkommen in Ordnung so. Ja, das ist fantastisch. Ja, das würde ich gerne in jedes Level so einbauen. Ebenso wie den verfickten Song, du Trottel. Sind das so ihr I Wanna Be The Guy-Äpfel, die mich umbringen? Oder was soll das? Wahrscheinlich schon. Mutmaßlich ist dem so. Aber Moment, kann ich nicht einfach die Münzen hier lassen irgendwie? Ich dachte, da waren vorhin Münzen. Was ist das denn für ein Scheiß?
Komm schon. Aber wahrscheinlich sind die Münzen dann durch den P-Switch entstanden. Jetzt habe ich gedacht, ich bin mal klug und ist auch wieder falsch, weißt du? Ich habe mir so Mühe gegeben, ja? Ich war ein braver kleiner Pandasel, aber Spiel sagt, haha, nee. Arsch. Stirb gefälligst. So. Dann werden wir, jetzt müssen wir auf, jetzt lernen wir aus unseren Fehlern. Jetzt machen wir den klar und dann machen wir so und dann so. Guck dir das. Das ist Qualität. Und das ist ebenso Qualität. Also ist der komplette P-Switch nur für diese scheiß Baummünze da, die keine Sau haben will? Das ist aber ganz schön viel Aufwand für einen, so ein Ding. Aber was weiß ich schon. Gar nichts, mein kleiner Freund. Gar nichts. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Wie sagte eines dieser komischen Werbepartner von Thomas Gottschalk schon, du kannst zwar alles essen, aber nicht alles wissen, Gottverdammte Scheiße. Und da halten wir uns selbstverständlich dran. Oh. Die Äpfel bringen mich um, oder? Die Äpfel bringen mich um, oder? Geht in die andere Richtung, naja, natürlich tut er das. Fantastisch platziertes Power-Up. Vielen lieben Dank dafür. Das kommt mir sehr entgegen, du Penis. Okay, den nehmen wir. Das hingegen nehme ich sehr, sehr gerne. Da bin ich mittelschwer zufrieden mit. Ich habe keine Ahnung, was diese Hitbox jetzt war, aber es muss ja auch mal anders rumlaufen. Ich muss ja auch mal Glück haben. Würde man meinen. Wie viele Hits brauchen die eigentlich? 6. Okay. Wusste ich selbstverständlich. Weißt du, der Mario, der hasst Football so dermaßen, er zündet die Scheiße halt einfach an. Sollen sie in der Hölle brennen? Die ganzen... Ich würde jetzt gerne ein paar Football-Vereinsnamen nennen, aber mir fällt leider keiner ein, weil ich absolut niemanden kenne. Gab es nicht früher mal die Düsseldorfer Rheinfeier? Frankfurt hatte auch, glaube ich, einen Football-Verein, aber ich habe keine gottverdammte Ahnung. Das ist nötig. Die Blöcke sehen aus wie aus einem Atari-Spiel. Warum machen Äpfel Schaden? Ey, wir sind hier doch nicht in Apfel machen Schadenland. Wir sind hier in... Hallo, wir haben eine tolle Message. Und die Message lautet nicht, iss kein Gemüse, denn es tötet dich. Das ist nicht die Message, die wir heute in die Welt hinaustragen wollen. Cologne Crocodiles. Ja, wer verbindet Köln nicht mit Krokodilen? Danke. Nehmen wir sehr, sehr gerne. Ich kenne absolut niemanden. Ich bin komplett vereinsamt im Alter. Das kommt ja häufiger mal vor. Ich bin auch einer dieser Typ Oma, die dann da sitzt und sich freut, wenn wieder so ein Spam-Anruf kommt und sagt, ja, wir haben neue Staubsauger. Wollen Sie nicht zwingend einen neuen Staubsauger kaufen? Dann sage ich, ja klar. Logisch. Scheiße. Ich erschrecke mich jedes Mal so vor dem Alert. Wem mir aus gut unterrichteten Kreisen gemeldet wurde, habe ich den Jahrestag verpasst. Was für eine Kacke. Gruß an die ganze Krutz-Gemeinschaft aus dem geilen Münsterland. Der Hund, der easy ist. Easy, hab Dank, Alter. Für 6 Euro hast du das nicht verpasst, war aber lustig. Was haben wir denn gespielt? Ach ja, klar, wir hatten Roulette. Wir hatten extra Roulette. Keine Buletten, aber dafür Roulette. Und mit einem, mit einem, der hätte dir sehr, sehr gut gefallen. Mit einem englischen hier Vorleser. Der war großartig. Wie hieß der nochmal? Brian hieß der. Und wir hatten Brian, den englischen Vorleser. Und dazu hatten wir auch noch, was haben wir denn noch? Noch jemanden. Hab ich vergessen. Aber Brian war fantastisch. Aber dank Easy. Ich habe, glaube ich, letztes Mal, als du 5 Euro gespendet hast, habe ich, glaube ich, fälschlicherweise für den Tacken gesagt. Heißt, ist ein Fünfer, ist doch ein Haiermann. Ich bin ja blöd. Oder nicht? Oder ist ein Tacken auch ein Fünfer? Nee. Doch, ist beides ein Fünfer? Also ein Haiermann ist ein Haiermann auf jeden Fall. Dein Arsch. Du Arsch. Frankfurt Skyliners, okay. Möglich. Dachte, ich hätte einen anderen Namen im Kopf gehabt, aber vielleicht haben sie ja alle durchgelegt. Hatte Köln nicht auch mal irgendwie... Ach, keine verdammte Ahnung. Früher war Football in Deutschland sowieso mal ein bisschen größer. Glaube ich. Nicht, dass ich jemals Football verfolgt hätte. Aber ich kann ja trotzdem mit meinem Halbwissen um mich werfen. Da freuen wir uns doch alle drüber, oder? Das ist doch fantastisch. Hashtag FluffyBud.
Ja, wie gesagt, für den ist er jetzt immer noch eine Stunde später. Der wartet jetzt die ganze Zeit auf sein Essen. Das muss schlimm sein. Tacken waren 10 Pfennig. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Aber ein Haiermann waren 5er. So, dann danke ich nachträglich für den Haiermann und jetzt für den Haiermann und die Mark. Danke dir. Weißt du, so viel Zeit muss ja sein. Wenn er nicht einfach mit falschen Währungen um uns werfen, weißt du? Was soll denn der Bildungs... Nö! Wieso hat denn die Pistole eine Hitbox? Was soll denn der Bildungsauftrag von uns denken? Wobei ich dann später festgestellt habe, dass Mario Odyssey gar nicht am 23. erschienen ist, sondern am 28. Also vielleicht haben wir 5 Tage zu früh gefeiert. Das werde ich bis zum nächsten Jahr nochmal recherchieren. Vielleicht feiern wir dann unseren Geburtstag, unseren Stream-Jahrestag einfach 5 Tage später. Ich weiß es nicht mehr. Haya, haya. Das ist Schlafen. Muss klein Falke wieder in die Haya. Was war das denn jetzt? Plötzlich Puff. Also nicht der Puff, sondern hier Pff. So ähnlich, das ist so ähnlich wie Beatbox. Puff ist so ein bisschen wie Beatbox. Das ist so Pff. Nur mit Kanonen. Achtung. Müssen die rote Augen haben? Wollt ihr vor laufender Kamera einfach kiffen? Ficken sie sich! Okay. Easy, danke für die Bits. Ja, stimmt. Ich habe mehr davon, wenn du mir Geld gibst, als wenn du Geld ausgibst. Ja, das stimmt. Aber danke.